Ein Nachfolgevortrag vom letzten Jahr, wo ich festgestellt habe, ein Haufen Leute hat dieses Thema mit dem Emabuntus und dem Betriebssystem für Recyclingrechner und dass man Rechner bereitstellen kann für Leute, die wenig Geld haben, die in schwierigen Umgebungen da sind, ein Ansatz ist. Und haben versprochen, in diesem Jahr könnten wir uns mal angucken, was sie da gebaut haben. Die Leute von Ventoy und die Leute von Emabuntus. Und da stand ich jetzt im Wort. Okay. Ich werde diesen Rechner mehrfach durchbooten. Also nicht wundern, das ist Teil vom Programm. Weil die mögliche Alternative wäre gewesen, mehrere Rechner hier mitbringen. Und dann muss ich auf die Rechner auch alle aufpassen. Also habe ich gesagt, gut, einen. Ich habe auch keinen dieser hübschen Jerrycan-Rechner mitgebracht. Ich hatte ihn schon in der Hand. Aber es gibt keinen Monitor mehr, es gibt keine Tastatur mehr. Dieser Vortragsraum ist nicht darauf vorbereitet, dass man einen Desktop- oder Standrechner mitbringt. Wenn ihr dagegen Jerrycan bei YouTube oder sonst im Internet sucht, dann seht ihr, da gibt es einen wunderschönen Film, irgendwie Nigeria, da trägt einer und so einen blauen Kanister, ich darf mal sagen 20, 25 Liter, seitlich Löcher drin. Das Erste, was ein Techniker hier von der Uni, die mich so ein Jerrycan gezeigt hat, gesagt hat, ist denn der überhaupt gegen elektronische Strahlung abgeschirmt? Das sind die Deutschen. Ja? Das sind die Deutschen. Wenn jemand jetzt gesagt hätte, ja, ich hab Ihnen Alufolie hin, damit er den strahlt, wäre der glücklich gewesen. Aber das sind wir. Wir denken in vielerlei Hinsicht viel zu kompliziert. Wir wollen immer alles regeln. Ja? Und ja, wenn man Hardware installiert, wird man feststellen auch, Hardware ist ein Miststück. Also, seit ich mit Computern zu tun habe, verspricht die Elektronikbranche, kauf unser Zeug, es ist standardisiert. Habt ihr schon mal einen Schulungsraum ausstatten müssen? Mit, sagen wir mal, 12 Rechnern? Du kaufst 12 Rechner von der gleichen Palette runter und dann hast du mindestens, sagen wir mal, 8 oder 9, die sind gleich und mindestens 3 oder 4, das sind Individualisten. Also selbst... Und der Montagsrechner. Und die auch noch. Ja. Also tatsächlich versprechen wir digitale Technik und setzen sie in einer analogen Welt um. Und wenn du mit Hardware zu tun hast, hast du die analoge Welt, aber mit sein muss voll in der Fresse. Für die, die mir noch nicht kennen, Dieter Tollmeier heiße ich, 61 Jahre bin ich kürzlich geworden, seit einem halben Jahr Opa und seit 30 Jahren mache ich EDV-Kurse, seit 25 Jahren davon kämpfe ich gegen Windmühlen mit diesem Linux-Zeug. Langsam haben wir gewonnen. Habt ihr das gemerkt? Es ist beeindruckend. Ich habe diese Woche gelesen, dass Linux Chrome OS überflügelt hat und wir haben jetzt einen Marktanteil von 4% auf dem Desktop. Die Leute aus der Branche wissen, auf der Serverseite haben wir längst 50% plus mehr, aber darüber reden wir nicht. Wir reden auch nicht über unsere Fritzboxen, über unsere Bordsysteme im Auto, wir reden nicht über die animierten Uhren und all das Zeugs. Und die Großrechner und solche Sachen. Ich weiß noch, wie mein ehemaliger Chef bei der Zeitung zu mir gesagt hat, ach, mit diesem spöttischen Ton, wann werden wir denn alle Linux auf dem Desktop haben? Heute würde ich sagen, in dem Moment, wo du willst. In dem Moment, wo du willst. Ja? Aber das war es aber mal vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so. Da war diese Geschichte mit, welches System ist besser. Noch ein ganz anderes Thema, wenn man sich genau anschaut, vor allem wenn man genau anschaut, was Microsoft momentan tut, stellt man fest, das, was sie nicht machen, im Sinne, dass sie deine Daten jetzt von deinem Rechner runternehmen und in ihre Cloud packen, sodass sie Kontrolle über deine Daten haben könnten, alles das, was das nicht ist, sprich Azure,
sprich SphereOS, ist Linux. Seit 2016 ist Microsoft Platinum-Sponsor der Linux Foundation. Und dann maulen dich Leute heute noch an, dass du Linux verwendest? Gut. In diesem Thema geht es um Hardware Recycling und es geht durchaus auch um Installation von diesen 12 Rechnern, die du gekauft hast und die du unter einen Hut kriegen willst. Ja? Und zwar in dem Umfeld, dass ich, naja, in einer analogen Welt lebe. Also, ich habe das letzte Mal vorgestellt, Amabundus. Es ist eine französische Distribution mit einem dahinter geschalteten Kollektiv. Die sind noch schlimmer wie diese deutschen Leute, die sagen, wir sind Community. Nein, die sind rot. Das ist ein Kollektiv, weil die Franzosen eigentlich sehr viel röter sind, als die deutschen Roten jemals waren. Also, es ist ein Kollektiv. Das geht so weit, dass du von denen noch nicht mal die Nachnamen kriegst. Die reden sich alle, ja nicht wie Genosse, aber mit Vornamen. Auch im Internet, wenn du auf emobutus.org gehst und dort auf Wer ist das Kollektiv, kriegst du nur die Vornamen. Also die meinen das ganz ehrlich und die haben einen, naja, Ehrenschätze, die ganze Geschichte kommt so aus der Ecke raus von den Emmaus-Brüderschaft. Das ist das, was das Rote Kreuz Hausratsammelstelle ist, aber mit richtigem Recycling in Frankreich. Bei uns nehmen sie das Zeug, verhökern, was geht, was sie nicht anfassen müssen und den Rest schmeißen sie weg. Die Emmaus-Leute recyceln, upcyclen und das wäre eigentlich der richtige Ansatz. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir sind eigentlich zu reich hier. Wir haben es noch nicht nötig. Kommt schon mal. Das bringt sie uns schon noch vorbei. Also, aus der Pariser Emmaus-Bruderschaft ist eigentlich eine Geschichte, die entwickelt worden ist von dem Pierre Abbé, Abbé Pierre, einem durchaus französischen Nationalhelden, der, nachdem er ein Resistanzkämpfer war, als Priester gelebt hat, in Armut gelebt hat und viel Geld zusammengesammelt hat. Als er gestorben ist, vor ein paar Jahren, hatte die Emmaus-Brüderschaft 9000 Sozialwohnungen und ungefähr 15.000 Leute, die da helfen in diesem Projekt. In Deutschland sind die ganz wenig bekannt, aber in Frankreich und in Großbritannien sind die eine richtig, richtig große Geschichte. Und mein Freund, der Meister Hofmann vom Vortrag vorher hat gesagt, ja, als er in Frankreich war, haben sie nachgesagt, wenn du kein Geld hast und ein Möbel hast, geh zu den Emmaus-Leuten, sagt er, das sind die gleichen. Ja? Also die kannte er nur nicht im Zusammenhang mit einer Linux-Betriebssystem-Geschichte. Also aus einem solchen Projekt raus, es ist nicht ein offizieller Zweig der Emmaus-Bruderschaft, die machen diese Distribution, die optimiert ist auf recycelte, abgecycelte, sprich alte, kranke Hardware. Und wer jemals Linux mit einer alten, kranken Hardware probiert hat, weiß, das ständige Problem ist, du weißt nicht, ist es die Hardware, ist es die Software oder bin es bloß ich? Also du hast da eine Unwägbarkeit drin. Ich warne Anfänger immer damit, nehmt nicht diesen alten Rechner 5 Jahre lang im Schrank drin, die sterben alleine vom Liegen, ja? Sondern nehmt irgendwas Zeitgenössisches, das vorher noch gegangen ist. Sonst hast du genau dieses Problem. Du kämpfst gegen Windmühlen, du tötest Geister und sie kommen immer wieder. Emmaus bzw. Emmabuntus bekam relativ schnell neben französischen Recyclingstellen auch Kontakt zu Nordafrika, wo sie noch viel ärmere Leute haben. Also die haben nur ganz andere Probleme wie wir. Wir Europäer sind so clever. Man, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Wir recyceln Rechner hier, indem wir die Rechner von armen Immigranten auseinanderreißen lassen, weil wir das Eisen einschmelzen. Die zum Teil funktionierende Hardware schmeißen wir in Containern, in solche Big Packs, wie andere Steine liefern, in solchen Big Packs containerweise nach Afrika, weil man sie da leichter auf eine Deponie schmeißen kann, wie hier, wo dann Kinder sie eventuell noch auseinanderreißen und irgendwie Metall rausholt. Es ist ein Skandal. Jedenfalls gibt es dort Leute, die diese Hardware vorher sichten, wo ein bisschen Leben noch drin ist, die oft im Zusammenhang mit irgendwelchen Hochschulen diese Hardware nehmen, in Plastikkanister. Ich habe dir vorher so ein Foto gezeigt von so einem Plastikkanister. Das letzte Mal hatte ich einen dabei. Und bauen da Rechner so, dass Leute, die halt wenig Geld haben und alte Hardware,
mit einer neuen Distribution, habe ich zu Hause so einen Rechner, mit einer neuen Debian bekam ich diesen Rechner nicht mehr zum Laufen. Die im Ubuntu lief einfach. Ja? Der Rechner war halt einfach 5 Jahre älter, als die Standarddistribution das gedacht hat. Seduction guckt, dass sie immer die neueste Hardware unterstützt. Das ist ein bisschen das Modell, das wir da haben. Und so gesehen ist die im Ubuntu vielleicht genau am anderen Ende vom Spektrum. Und das ist nicht schlimm, sondern das ist gut, dass es das gibt. Also, Sie haben in Nordafrika es geschafft, Schulungsräume auf die Beine zu stellen. Sie haben in der Elfenbeinküste aus solchen Rechnern zum Beispiel Spezialrechner gebaut, die mit ein bisschen Sensorik Leute überwachen, die halt schwanger sind, die TBC haben. Und wenn die Werte nicht stimmen, dann ruft der Rechner mit SMS einen Doktor. Das kannst du machen, wenn du keinen teuren Fresenius kaufen kannst. Dann musst du dir halt selber behelfen. Ich finde das klasse. Ich finde das richtig spitze. Wenn du aber solche Rechner zusammenbaust, hast du immer schwierige Umstände. Wenn du in Togo einen Schulungsraum betreiben willst, hast du schwierige Umstände. Weil die Hardware womöglich schon über den Jordan ist oder heterogen ist und du kannst dich nicht einfach darauf verlassen, dass du wie bei uns so einen Stick anfährst und was weiß ich, bei Gentoo oder bei Arch Linux, der zieht dir direkt aus dem Internet. Das kannst du vergessen. Das ist nicht der Punkt. Ja? Ich bin schon, deswegen hier auch die Verbindung mit dem Handy, ich bin hier schon am Überlegen, ob ich die Installation hier hinkriegen werde, weil an irgendeinem Punkt wird eine Debian-Installation versuchen, ins Internet zu greifen und zu gucken, ob es Updates gibt. Das ist der Moment, wo es kritisch wird. Wenn es gar nicht hinhaut, hoffe ich, dass es wie zu Hause so ist, dass er mich dann fragt, ob ich ohne Netzwerk weitermachen will. Für eine Standalone-Installation in einem Schulungsraum, in Stadtbergen oder in, sagen wir mal, Ouagadougou, mag das völlig in Ordnung sein. Ja, bei uns in einem normalen Büro wahrscheinlich eher nicht. Insofern wird es spannend zu sehen, kriegen wir es hin oder kriegen wir es nicht hin. Und wenn wir es nicht komplett hinkriegen, nun gut, dann haben wir es probiert. Ich habe hier schon schlimmere Dinge erlebt in solchen Vorträgen. Was ist jetzt der Ventoy-Stick? Ventoy ist ein Projekt, das kommt aus China. Und das Besondere in diesem Zusammenhang, auf Ventoy stieß ich, weil Emmabuntu in seinen Tools einen Ventoy-Stick-Creator dabei hatte. Sonst hätte ich den gar nicht so angetroffen. Du kommst problemlos, wenn du hier sagst, geh doch mal auf Ventoy.net, auf die Webseite. Das ist die Webseite, wenn man auf dieses chinesische Zeichen klickt, kommt alles in Chinesisch. Das erspare ich euch. Es ist in ganz passablem Englisch geschrieben. Und du kannst hier auf die Downloads klicken, du kommst auf die Dokumentation und wir werden später die Plugin-Seite antreffen. Also es ist ein Projekt, das dir auf einfache Art und Weise den Download anbietet. Es gibt 2 Downloads, die interessant sind, der dritte weniger interessant ist für uns. Es gibt ein Live-CD, da ist natürlich ein Linux drunter. Dann gibt es die Target-Z-Datei, da ist das Ventoy drin. Und es gibt eine Windows-Version für Leute, die auf Windows-Ventoy-Sticks bauen können. Weil der Ventoy ist Betriebssystem agnostisch. Dem ist das vollkommen scheißegal. Du kannst damit auch Windows-Maschinen installieren, du kannst Windows-Maschinen starten und du kannst natürlich auf einer Windows-Maschine ein Ventoy betreiben. Das ist Software, wie ich sie mir vorstelle. Dieses ständige Gelabere, mein Linux ist aber besser als dein Apple, geht mir doch an der Backe vorbei, ernsthaft. Das ist so ermüdend. Wenn es weiß. Wie bitte? Wenn es weiß. Das an der Backe auf jeden Fall. Also, machen wir Ventoy. Es ist ein Stick oder es ist eine Live-Version. Es kann unterschiedlichste Betriebssysteme live starten oder auch von gestarteten Medien weg installieren. Das ist eigentlich der Trick. Im Wesentlichen ist es ein ISO-Linux. Das ist das, was wir früher hatten mit einer startenden ISO, die wir reingestellt haben. Jetzt haben wir einen bootbaren Stick. Wie geht das? Beziehungsweise, was ist das Neue an dem Ventoy? Weil die mit ihren nordafrikanischen Schulungsräumen und was weiß ich alles mit den Zusammenbaustationen immer das Problem hatten, dass man sich nicht auf ein sicheres Netz verlassen kann und man mal schnell ausprobieren kann, können muss, geht denn das nicht mit einer anderen Distro? Haben Sie diesen Stick entwickelt? Sie haben zuerst ein anderes
Medium verwendet, aber zusammen mit Debian Facile, die auch hier kein Schwein kennt, eine französische Gruppierung, vielleicht erzähle ich von der auch mal was, die bauen eine Debian-Distribution, die halt für Kinder und für Einsteiger gut geeignet ist. Da gibt es noch BlaBla Linux, die machen im Wesentlichen das Gleiche. Die zusammen haben mit den Emmabuntus-Leuten einen besonderen Stick gebaut, also einen erweiterten Ventoy-Stick, der ist deswegen auch nur ein Ventoy-Stick. Er bietet Auswahlmenüs für verschiedene Distributionen. Sieht dann im Wesentlichen aus wie hier auf der Original-Ventoy-Seite, bloß dass Sie hier eben nicht das Ventoy-Image haben, sondern Sie haben schon mal ein anderes Hintergrundbild. Aber im Wesentlichen, ja, du kannst hier von dem Stickwerk ein Betriebssystem starten und ja, in vielen Fällen ist das ja dann auch schon der Installationsschritt. Du kannst aber auch bei Live-Systemen wie bei Ubuntu erstmal die Kiste anlaufen und zum Beispiel gucken, ob da noch Leben in der Kiste ist. Und ja, es kommt manchmal vor, dass die scheiß Teile nicht wegbooten wollen. Habe ich selber erlebt. Und die, wie gesagt, die Spiral Linux, die ich mir jetzt gerade angeguckt habe, auch eine schöne Distribution, warnt sogar auf der Download-Seite, lass die Finger weg von Ventoy, da haben wir viele Probleme. Ich habe sie runtergeladen, reingespielt, läuft wie der Teufel. Also es kommt vorkommen, dass einfach nicht geht. Nicht weinen, das ist diese Hardware-Geschichte. Im Zweifelsfall würde ich das ISO halt auf einen einzelnen Stick raus kopieren. Übrigens, ich habe vorhin am Empfang eine Handvoll Sticks geschenkt bekommen. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Da ist jetzt ein K-Ubuntu drauf, aber ihr könnt damit natürlich auch Ventoy-Sticks machen. Nein, das sind Achte ist mir gesagt. Dann gibt's einen. Mit Vier kannst du es vergessen. Aber wenn es ein Achte ist. Dann kann man drei Stück oder so. Ich habe hier einen 128er gekauft. Ein 3.1er oder ist es ein 3.2er schon? Wenn ihr sowas macht und es wirklich einsetzen muss, gebt die 3 Euro extra aus und kauft euch einen guten Stick. Fangt mit USB 2 gar nicht mehr an. Kauft euch einen 3.0er. Ich habe jetzt gerade gestern beim Podium, da ist Zelt verkauft, morgen auch noch, einen 64 Gig für 4 Euro gekauft. Und lief. Also, daran soll es nicht scheitern. Ja? Kauft euch einen gescheiten Stick. Nicht irgendein Klump. Haben wir bei Linux auch gesagt. Ne? Nicht einfach irgendein Klump. Je schneller das Ding ist, umso schneller läuft natürlich das alles auch, die Installation und so weiter. Oder wenn ihr einen Klon nehmt und so weiter. Ach, der Klon, genau, darum geht es nämlich hier. Also, was den Emmabuntus-Ventoy-Stick ab unterscheidet, ist, dass er nicht bloß booten will. Der hat einen Klonzilla an Bord. Weiß jemand, was Klonzilla tut? Der macht wunderschöne Kopien von Festplatten, aber nicht mit DD, sondern das Coole an Klonzilla ist, der macht praktisch ein Backup und macht dann eine hochkomprimierte ZIP-Datei. Das heißt, eine Distribution mit der Installation von so und so Größe wird dann in dem Klon drin deutlich kleiner. Also du kannst mehrere Maschinen auf einen Stick drauf kopieren, und das Ganze ist immer noch in einem vernünftigen Größenverhältnis. Nachteil von Klonen ist allerdings auch immer, du kriegst genau das, was du aufgezeichnet hast. Und jeder, der mit Hardware zu tun hat, ich sehe hier weißes Nicken, wenn du es auf eine andere Maschine zurückspielst, dann läuft es nicht, es läuft nicht, es läuft nicht. Es sind die falschen Module installiert, es sind die falschen Einstellungen vorgetragen. Mit der blöden neuen Grafikkarte tut es nicht. Also ein Klon hat auch einen Teufel gesehen. Ist eine gute Sache, wenn du lauter gleiche Rechner hast? Ja. Aber kann dich Nerven kosten ohne Ende, wenn du in einer eher heterogeneren Umgebung fährst. Und das haben wir jetzt an dem Punkt mit der Installation. Wenn du eine Installation machst, passt du während der Installation deine Hardware an. Also ist der nächste Schritt, weswegen wir hier sind, man könnte die Debian-Installation voreinstellen mit einem Preset. Und auch das kann man. Man kann eine Datei hinterlegen, in der du steuerst, was da für die Maschine geschrieben wird. Das ist, was den Emmabuntus-Installationsstick ausmacht. Du hast die Möglichkeit, eine 1-zu-1-Kopie zu machen, was in vielen Fällen eine gute Lösung ist, und in manchen nicht. Und da, wo du eine andere, eine neue Hardware hast,
ist es vielleicht geschickter, du lässt erstmal eine automatisierte Installation rein, die ist schneller als von Hand. Du kannst sie parallel auf mehrere Maschinen gleichzeitig machen und die paar Anpassungen dann machen wir am Schluss, kostet dich weniger Zeit, als dich das Anpassen von dem Klon kostet. Eine tolle Idee. Eine geile Idee. Also was brauche ich? Ich brauche eine Maschine, ja, typischerweise clever, eine Linux-Maschine, auf Windows geht es auch. Bei Emapuntus ist der Ventoy bereits installiert. Und es gibt eine total kranke fränkische, englische, französische, Sie kennen auch halt kein Französisch, kein Deutsch und Sie kennen auch kein Englisch. Es gibt eine fürchterliche Erklärung, wie das Ding funktioniert. Aber, gut, guckt mal, Verteilung. Würde man drauf kommen, dass das Distribution heißen soll? Google Translate Rules, du weißt schon. Also, manchmal bist du einfach am Dings. Besser vielleicht die französische oder die englische Variante nehmen. Die deutsche Übersetzung ist grauenvoll oder vielleicht mag jemand diesen Leuten mal helfen bei der Übersetzung. Das wäre auch eine tolle Geschichte, dass man die deutsche Seite ein bisschen aufnimmt. Also unter Wiederverwendung, also praktisch Recycling, findet man hier den USB-Stick. Der zeigt, wie man ihn verwenden kann. Es gibt einen Legacy-Stick und es gibt den UEFI-Stick und hier unter der Realisierung, hier rechts natürlich schon wieder draußen aus dem Bild, schauen wir mal, ob wir es da wenigstens hinkriegen, USB-Stick, Realisierung, nein, kriegst du nicht hin, Webseite programmieren können sie auch nicht. Also die komplette Anleitung findest du in dem zweiten Menüpunkt. Man sieht da irgendwas von vollständig. Da hast du eine komplette Erklärung, wie man das Ding baut, wie man das Ding umsetzt. Das ist im Wesentlichen gar nicht so schlimm, wie man denken würde. Guck mal, Speisekarte statt Menü. Das ist nehmen wir es mit Humor. Okay. Also es gibt PDF-Versionen von dem Tutorial in Englisch und in Französisch. Und im Wesentlichen läuft es runter darauf, dass man Ventoy verwendet und lädt das Ding runter. Ich habe das vorab schon mal gemacht und zwar habe ich das runtergeladen, ich glaube unter Download, schauen wir mal, genau. Ventoy ist ein Target-Z-File, das man in einem Verzeichnis auspackt. In einem Verzeichnis auspackt, dann kommt sowas hier raus. Die aktuelle Version, gerade ein paar Tage alt, ist die 1.0.97. Dort drin sind dann verschiedene Dateien. Die wichtigeren Dateien hier sind, man sieht es hier schon an den Logos, besser zeige ich es in einem Terminal. CD Downloads, CD Ventoy, LS-L, da seht ihr schon, die grünen sind ausführbar. So, ich kann nun, indem ich am besten als Administrator, jetzt in dem Fall habe ich sudo eingerichtet, hier den Ventoy GUI aufrufen. Und dann habt ihr hier eben AARCH i86 MIPS x9664, dann brauche ich noch das Passwort dazu und dann kriege ich einen wunderschönen Dialog. Ich habe mir hier jetzt ein Opfer ausgesucht. Das ist einer von den neuen Sticks, die ich gestern gekauft habe. Wenn ich den reinstecke, passiert erst einmal nicht viel. Tatsächlich ist da schon eins drauf, das ich dann erstmal runterwerfen werde. Tatsächlich, wenn du den Dialog einstellst, den kannst du einstellen hier auf Deutsch, German. Dann kannst du verschiedene Optionen einstellen. Er soll Secure Boot unterstützen. Du kannst Secure Boot auch rauswerfen, wenn du es nicht willst. Interessant ist er. Ja, schon nicht. Dann Partitionsstil. Wenn du MBR verwendest, macht er dir einen Stick, der mit alten BIOS Motherboards besser funktioniert. Wenn du aber jetzt wie hier, das ist ein Recycling-Teil. Das habe ich tatsächlich bei Polin gekauft. Ein wunderschönes Livebook zusammen mit 32 GB Arbeitsspeicher für unter 200 Euro. Das ist ein Recycling-Teil. Ja, man muss ein bisschen Glück haben.
i5, sechste Generation, der geht wie die Feuerwehr. Ich bin mit diesem Lächeln hell gefahren, du kennst das. Ja, klar, ja, jetzt, ich habe jetzt richtig ein Schnäppchen gehabt. Ja, genau. Genau so. Ja. Also, da würde ich dann natürlich auf GPT gehen. Was hat er denn alles für Meldungen hier? So, die mache ich mal alle weg. Ups. Meine Fresse. Also der Ventoy-Stick. Ich kann hier einstellen MBR oder GPT. Ich stelle ihn immer auf GPT ein und dann kann ich die Partitionskonfiguration vornehmen. Das heißt, bei einem Ubuntu-Stick würde ich nicht den ganzen Stick für Ventoy verwenden, sondern ich würde die vordere Hälfte verwenden für die ISOs, die ich starten will, und eine hintere Hälfte für die Images, die ich aufzeichnen will. Wenn ich mit GPT arbeite, habe ich dazu noch eine dritte Partition, da ist das EFI-Zeugs drin. Da muss ich nie rein. Das passiert dann einfach, wenn ich mit MBR habe, habe ich zwei Partitionen. Wenn ich mit GPT arbeite, habe ich drei Partitionen. Weiter sonst kein Problem. Wenn ich also jetzt hier aktualisiere, dann findet er bereits den A-Solid-USB und oh, da ist es ja schon drauf. Naja, dann machen wir es halt mal runter. Der formatiert dann den Stick. Was du da drauf gespielt hast, das hat er dann alles nicht mehr. Mein Gott. Was ist das denn mit dem nachträglichen Schieben? Also, ich kann jetzt hier die Partitionskonfiguration machen. Es soll am Ende der Partition etwa irgendwie 30 Gig oder sowas, soll er mir Platz lassen. Das kann ich ja mal voreinstellen. Und dann kann ich jetzt trotzdem, er sagt, jetzt bereit. Wenn er sagt, jetzt bereit, ich könnte das jetzt aktualisieren, wenn ich ein älteres Ventoy hätte, ganz fantastisch, der macht es dann nicht kaputt, sondern er stellt es einfach auf die neue Boot-Umgebung um und es geht nahtlos weiter. Also wenn er mit Ubuntu, was einen etwas älteren Ventoy hat, dann den direkt frisch runtergeladen und verwendet, aktualisiert er, passiert gar nichts. Wenn ich dagegen sage, entfernen, ja, dann macht er das. Jetzt ist es weg. Jetzt kommen auch keine Meldungen mehr. Weil wenn ich jetzt hier mal gucke, mit einem Dialog sollte ich mal sehen, LSBLK. Das ist überhaupt eine Sache, die du tun solltest, gleich nach der Installation, nur noch vor der Installation von dem Ventoy. Steck den Stick rein, mach vorher ein LSBLK und mach nachher ein LSBLK, damit er dir sagt, wie er den Stick nennt. Wenn du das Ventoy auf der falschen Platte machst, du bist zu diesem Zeitpunkt Admin. Das System kann sich gegen deine Dummheit nicht wehren. Ja? Es macht, was du ihm sagst. Okay, also da unten ist jetzt ein vollkommen unpartitionierter, im Übrigen auch STC. Das ist der Stick. Das ist der Stick. So, wenn ich ihm jetzt sage, er solle, wie ich ihm gesagt habe, ein GPT und 30 GB hinten dran anlegen und ich sage, er soll es installieren, bringt er die gleiche Meldung wieder, weil er formatiert. Er partitioniert, er formatiert und er kopiert die Daten auf die Platte drauf, so wie er sie braucht. Tatsächlich habe ich jetzt zwei Partitionen. Ich habe die erste Partition, die normalerweise in EXFAT anlegt, damit die armen Leute, die unter Windows arbeiten, auch damit zurechtkommen. Du kannst aber das Ding auch durchaus vorher mit Extended 4 oder mit XFS machen, da ist Ventoy ziemlich, ziemlich elegant, das ist ihm ziemlich wurscht. Aber EXFAT ist für den Ort, wo die ISOs liegen, gar nicht verkehrt, damit eben die Windows-Maschinen auch damit spielen können. Was er nicht hat, ist die dritte Partition. Die dritte Partition hat er nicht. Wenn ich hier mal sudo gdisk-l eingebe, dev sdc, also zu größer vielleicht, dann sagt er mir schon, du hast zwei Partitionen, eine heißt Ventoy und eine heißt VTO Ventoy FI.
Was uns noch fehlt, ist eine dritte Partition, so wie es bei Ubuntu heißt, die muss heißen Images oder Image, weil es ja Franzosen sind. Jedenfalls, in Großbuchstaben muss das so geschrieben sein. Du kannst, wenn du mit Gdisk und so Zeugs umgehen kannst, das tun. Ansonsten kannst du dir vielleicht bei dem Systemwerkzeug das gparted nachinstallieren. So. Das gparted stelle ich auf diese SDC, auf diesen Stick. Ihr seht, das kann im Prinzip jeder. Dieses gparted ist dem Partition Magic nachempfunden, das wir seit vielen, vielen Jahren einsetzen. Und das ist seine große Qualität. Du musst dir praktisch nichts Neues merken. Du klickst mit der rechten Maustaste drauf, sagst neu, sagst dem, der Partitionsname soll sein Images. Und das eine ist der Partitionsname und der andere ist dann der Name fürs Label vom Dateisystem. Sei clever und halt die beiden gleich. So. Hinzufügen. Das war es im Prinzip schon. Er sagt, das würde ich tun. Ich sage, ja, mach mal. Sind Sie sicher? Und dann macht er die dritte Partition auch noch. Dann haben wir praktisch unseren Emmabuntus Ventoy-Stick richtig aufgeteilt. Der Ventoy ist schon da. Es ist die richtige Partitionsaufteilung da. Was muss sonst noch drauf? Zwei Dinge müssen drauf. Das eine sind die ISOs, mit denen wir spielen wollen. Das wirklich Geniale, da kann ich jetzt schon zumachen, das brauche ich nicht mehr. Wenn ich den Stick mal eben rausziehe und wieder reinschiebe, immer ein gutes Mittel, um zu sehen, ob der USB noch lebt, sollte nach kurzer Zeit etwas an Meldungen kommen, nämlich hier das erste, zack, ist das Ventoy. Ja, da ist es im Hintergrund. Das zweite ist immer das komische EFI-Dings, das breche ich ab. Und das dritte ist das Images. Und dann haben wir sie beieinander. Wir haben jetzt die Ventoy-Partition und wir haben die Images-Partition. Das ginge jetzt schon. Wie gesagt, alles, was ich brauche, ist, wenn ich clever bin, habe ich irgendwo zum Beispiel schon eine Clonezilla-ISO-Datei vorbereitet. Gecheckt, eben die 5-Summe, SH1-Summe genommen und lasst euch da beim Kopieren durchaus Zeit. Wenn der hier 4 Gig rüber kopiert, dann braucht er seine Zeit und der ist auch noch nicht fertig, wenn der Dialog weggeht. Wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass das sauber drüben ist, das ist nämlich auch ein Grund, warum es vielleicht nicht funktionieren könnte, du machst einen Prompt auf und tippst ein Sync. Wenn der mit dem Sync fertig ist, ist es sauber drüben. Dann hast du sicher keinen Übertragungsfehler. Das ist der 70-90% Fehler mit dem USB. Der Dialog geht längst weg, aber die Maschine im Hintergrund schreibt nur, schreibt nur, schreibt nur. Als Halblei weißt du das nicht. Du musst erst dreimal auf die Fresse fallen, dann weißt du es sicher. Dann kennst du dich aus. Okay, ich empfehle dringend, euch den Supergroup zu holen. Der Supergroup ist so das Zäpfchen für alle Fälle. Der Supergroup, wirklich, ich habe so ein Samsung-Notebook. Der kann wunderbar, aber manchmal mag er einfach diesen Ventoy-Stick nicht booten. Wenn du den Supergroup mit einem zweiten Stick reintust, dann geht dir durch die gesamte Hardware durch und er findet alles Bootbare, was es da gibt. Und dann versuchst du eins nach dem anderen, das wegzubooten. Wenn du zum Beispiel so eine Windows hat mein Grupp kaputt gemacht, Syndrom hast, der löst es. Der löst es. Der ist einfach super. Und nicht einfach bloß auf diesen Stick drauf, sondern schon durchaus auf einen eigenen Stick für alle Fälle. Das ist das Zäpfchen für alle Heilfälle. Muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. So, was muss auf die Images-Seite drauf? Und auch das können wir bei der Software finden, die Emmabuntus-Leute da geschrieben haben, hallo, die sagen, das Clonezilla-Dings, da kriegst du bei Clonezilla und es gibt einen Link dorthin. Und dann gibt es noch ein paar Dateien, die sie da entwickelt haben, die findest du auf usb-reemploy-emmabuntus.org. Das sind im Wesentlichen ein paar kleinere Dateien.
Da gibt es die README-Datei, es gibt normalerweise auch eine einigermaßen zeitgenössische Clonzilla und da gibt es hier die Refurbishing-Scripts. Die Refurbishing-Scripts sind ein paar so Shell-Skripte und eine Clone-ID-Datei. Die braucht der Clonzilla. Die kommen auf die Images drauf. Das ist auch kein Hexenwerk. Hier habe ich das Images, hier habe ich den zweiten Student Ventoy Images und die packst du einfach da rüber. Ah, ich kann sie nicht ablegen. Warum? Ich habe Extended 4 verwendet und nicht Exfat. Das ist weiter nicht schlimm. Seht ihr, wo bin ich da? In Dokumente, Ventoy, CD, Images. Da sind die alle drin. Und wenn ich gerne, was weiß ich, aus irgendeinem Grund diese Ventoy-ZIP-Datei haben will, die auch da von dieser Ubuntu-Seite kommt, da gibt es hier diese Ventoy, dieses Ventoy-Unterverzeichnis, da ist from Ventoy 1078 dieses Ventoy-ZIP drin. Das ist im Prinzip nur ein Unterverzeichnis, wo ja so ein bisschen Schmuckwerk für diesen Startbildschirm drin ist und eine Gruppenkonfiguration. Diese Ventoy-ZIP-Datei wird im Verzeichnis in der Ventoy-Partition ausgemacht. Steht alles sehr schön in dieser Darstellung drin. Also kein großes Hexenwerk. Und weil wir ein solches Extended 4-File-System gemacht haben, kopiere ich es halt mit Root-Rechten. Also sudo kopiere minus v, erzähl mir davon. Ja, im Prinzip kann ich all das Zeugs da rüber kopieren, ansonsten halt einfach die Datei, die ich haben will. Wo liegt dieses Images-Zeugs? Die liegen bei einer Debian immer unter Media, bei anderen wie einer, Fedora, da könnte es RAM Media sein, aber normalerweise Media, dann der Name von dem angemeldeten Benutzer. Und da gibt es jetzt diese drei Unterverzeichnisse, wo er den Stick hingemeldet hat. Das sind immer die gleichen Verzeichnisse. Also in das Images-Verzeichnis wollen wir das reinkopieren. So. Kopieren wir vielleicht auch noch das Ventoy-ZIP nach Ventoy. Auch das wäre die Bedienungsanleitung zu lesen imstande ist, kein großes Problem. Was haben wir jetzt auf unserem Stick drauf? Wir haben auf dem Ventoy, auf der Ventoy-Partition, ich wusste, dass ich da durcheinander kommen werde. Also ich habe einmal das verzeichnet. Images und da bei Studio, wenn ich hier in das Ventoy reingehe, also da ist doch, da habe ich falsche Verzeichnisse kopiert. Ja, und das Images habe ich es da wenigstens, ja, da habe ich es auch richtig kopiert, dann passt es ja wenigstens. Die anderen Dateien mit Ausnahme von diesen ISO-Dateien und dem Ventoy-ZIP, die könnte ich der Reihe nach alle weglöschen. Die brauche ich nicht mehr. Das war ohnehin sowieso nur ein Fehler. So. Toolbox brauche ich nicht. Der Ventoy-Stick würde jetzt schon funktionieren. Aber er wäre noch nicht so hübsch im Ubuntu mit dem GNU vorne dran, sondern er würde auch schon wie auf der Chinesenseite. Ja? Und er würde mir in der Boot-Umgebung zeigen, die ISOs, die ich da reingespielt habe. Okay. Aber ich will ja etwas mehr. Ich will ja, dass der, wenn ich eine Debian installiere, ich eine oder mehrere Installationsmethoden zur Verfügung habe, wo jeweils ein ein sogenanntes Preset-File dahinter liegt. Preset-Files zu schreiben ist eine Kunst.
die einzigen Prisit-Files, die ich je gesehen habe, die funktioniert haben, hat mein Kumpel in seiner Zeit geschrieben. Und dann musst du dir von einem eins geben lassen, das funktioniert, und dann musst du anfangen, das auszuprobieren. Und es ist ein langer, steiniger, teilenreicher Weg. Mit vielen Installationen. Deswegen habe ich auf die Webseite für diesen Vortrag 4 Prisit-Files hochgeladen, die funktioniert haben mit einem Stick. Es muss ja nicht jeder weinen, ja? Hat gereicht, wenn ich geweint habe. So, wie kriege ich jetzt diese Sachen da hinein, wenn ich schon welche vorbereitet habe? Auf meinem Heimatverzeichnis. In Dokumente, ich glaube da in Inventory, Nummer-Inventory, da habe ich sowas schon vorbereitet. Guck mal. Wenn du auf der Ventol-Partition ein Ventol-Verzeichnis anlegst, hast du die Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Du kannst den Dialog hübscher machen und du kannst Skripte, du kannst sogar Dateien hinterlegen, die du in diese Boot-Umgebung hinein kopieren kannst. Da wir das sowieso nicht schaffen würden, habe ich mir diesen Teil gespart, aber guck mal, wie das aussieht. Das ist ein JSON-File. Gerade habe ich Professor Högel das JSON in den höchsten Tönen loben hören. Nun, das finden nicht alle so toll, aber gucken wir mal, Ventol, CD Ventol, sagen wir mal Vim, Ventol, JSON. Im Wesentlichen, oh, ist das hässlich. Moment. Einstellungen, Black on White Yellow. Ich will jetzt nicht versprechen, dass es sehr viel besser wird. Green und Black, es muss nicht. Ja, ich glaube, es ist besser lesbar jetzt. Genau. Also, im Prinzip hast du da ein paar so Zeilen, wo, ich habe dieses Winter-JSON-File von Emma Bundus geklaut, die haben hier verschiedene Menüklassen deklariert. Dadurch erkennen die, wenn bestimmte Distributionen auftauchen an ihrem Namen, dass sie dann zum Beispiel später in der Lage sind, ein hübsches Icon dazu zuzuordnen. Das ging mir gerade mal so richtig am Graten vorbei. Das ist mir vollkommen wurscht. Hier wird es interessant. Es gibt hier ein Segment, das heißt Auto-Install. Und da kann ich reinschreiben, für das Image gebe ich ein Tralala irgendwie diese verschiedenen Prisit-Dateien hinterlegen. Das war, was ich jetzt im Vorgriff von diesem Kurs einige Tage lang, ja, Blut, Schweiß, Tränen hatte ich erwähnt, ausprobiert habe. Alles andere, weitere, wie gesagt, du kannst so ein File nehmen von Ventol.net, du kannst dir aber auch hier zum Beispiel, du kannst dir eben auch das von Emma Bundus nehmen, indem du einfach die Ventol-ZIP auspackst in dem Verzeichnis. Zack, hast du schon alles, was du brauchst. Ja, inklusive hübschen grafischen Rahmen mit dem hübschen Elch, nein, das ist ein GNU oben dabei. Und hier seht ihr auch ISO.org New, das ist hier, wo verschiedene Gruppdateien hinterlegt werden für bestimmte Arten von Verzeichnissen. Und es gibt auch Zuordnungen, wo sie dann in ihrem Dialog hübsche Icons dazu machen, wenn sie die Distro erkennen. Da gibt es ja Linux Mint Icon und Debian Icon und so. Wie gesagt, geht mir gerade mal an der Krawatte vorbei. Interessant ist eher diese Sache mit dem Auto-Install. Wenn du sagst, das mit dem Auto-Install, das kriege ich nie hin, kein Problem. Ich kann diese JSON-Datei einfach mal auf meinem Stick, Media Student Winter, ich kann dieses Winterverzeichnis einfach mal darüber schieben. Schwupp. Und dann könnte ich mir von Winter helfen. Mit sogenannten Plugins. Da gibt es hier bei Ventol schon eine schöne Webseite mit Plugins, wo sie das längeren und breiteren erklären, was es da für Plugins gibt, und dass es da regelrecht hier so eine Webseite gibt, wo die Plugins alle genauer erklärt werden. Wenn wir hier Configuration Rules, irgendwo gibt es da eine Webseite, wo ist es bei Documentation? Ja, genau. Da ganz links unten kommen dann die Plugins. Und wie die gemacht sein müssen und dieses und jenes. Und das hat mich einige Nerven gekostet. Hätte ich vorher besser gelesen, hätte ich gewusst, dass in dem Verzeichnis
wo ich den Ventoy rein expandiert habe, dass es da noch ein weiteres Tool gibt. Das heißt nämlich Ventoy to Disk SH. Wenn ich das starte, sagt er, du kannst jetzt auf deinem eigenen Rechner, ach Quatsch, nicht Ventoy to Disk, Entschuldigung, Plugs on. Daran kann ich abschätzen, wie alt der Entwickler sein muss. Leute in meinem Alter können sich noch erinnern an Taxon. Plugson. Marillion? Taxon? Und es geht auch noch um den Tux. So, das Schicke ist, wenn ich das gestartet habe, sudo bash Maxon. Ach, ich muss ihm sagen, welche Platte. DevSDC. Dann sagt er, probier doch mal auf deinem eigenen Rechner den Port 24681. What? Localhost 24681, der startet auf deiner eigenen Maschine im Webserver, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, das ist jetzt hier dieser A-Solid USB, 64 Gig. Erstes Filesystem vorne exFAT und jetzt kann ich sagen, ich möchte gerne das Auto-Install-Plugin verwenden. Sieh mal einer an, er findet sogar von dem expandierten JSON-File, dass ich da schon so Plugins hinterlegt habe. Und ich kann mit Add und Delete und so weiter die einzelnen Zeilen mehr rauswerfen. Für den ersten Schritt mit so einem Plugin zu arbeiten, damit du die Syntax kriegst und dann die Zeilen runterkopieren, das haben wir im Griff, oder? Das kriegen wir hin. Also ich habe hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, diese Dateien habe ich hochgeladen. Ihr könnt mit diesen Dateien von diesem Vortrag auf der Webseite diese Dateien vorfinden. Ihr findet dort auch diese Pre-Seed-Dateien. Die Pre-Seed-Dateien, ich gehe hier aus der Webseite wieder raus, diese Pre-Seed-Dateien sind ein kleines Kunstwerk und haben mich einige Nerven gekostet. Weil natürlich, auch wenn dein Kompagnon sie dir gemacht hat für eine Umgebung, die einigermaßen normal ist, heißt es noch lange nicht, dass sie dann in einer Ventoy-Umgebung auch gleich funktionieren müssen. Pre-Seed-Files sind wirklich was für Tränen, Schweiß und Blut. CD Ventoy. Ich habe sie mir in ein Verzeichnis reingestellt, das ich Script genannt habe. Ihr könnt sie Preset nennen, ihr könnt sie Mickey Mouse nennen, das ist vollkommen wurscht. Es muss nur das Verzeichnis, das ihr verwendet, relativ zu diesem Ventoy-Verzeichnis in dem JSON-File richtig referenziert sein. Wenn ihr es nicht findet, lasst ihr die Menüpunkte einfach weg. Also ist es nicht so schlimm, wie es im ersten Moment ausschaut. Wenn ihr es nicht findet, wenn das Ding leer ist, dann habt ihr einen Fehler in der drin gibt CD-Skript. Ich nehme einfach jetzt mal eins, damit ihr seht, was da alles an schrecklichem Zeugs passieren kann. Ich nehme mal die LXQT-Installation mit einer LVM-Partitionierung. Also sage ich hier Vim, Preset, LXQT, LVM. Wie ich auf diesen Namen gekommen bin, werdet ihr in wenigen Minuten wissen. Ich glaube, das mache ich hier auch mit richtigen Farben besser. Einstellungen, was war das? Das war Green und Black. Gell? Ja, es ist ein kleines bisschen besser lesbar und dafür mache ich es ein bisschen größer. Okay. Da steht jetzt im Prinzip drin, was dem Debian erzählt wird, während es installiert. Da steht da drin, ich möchte gerne dass er beim Installer, wenn es Probleme gibt, die kritisch sind, dass er Fehlermeldung kriegen will. Ich will deutsche Tastaturbelegung haben. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, gibt es immer zwei Gründe dafür. Es ist die Netzwerkkarte falsch angegeben. Ich habe das in einem Schulungsraum installiert in München. Da hieß die Netzwerkkarte halt nicht ENP0S3130, habe es so wie bei meinem Notebook zu Hause, Edge, sondern ENO1. Man installiert nicht unter Zeitdruck. Und heute Morgen
habe ich mein Handy an den Rechner angeschlossen, um zu erfahren, wie die Netzwerkkarte von meinem Handy, also wenn ich den als Tethering-Spot verwende, heißen muss. Das ist das Einzige, was tatsächlich, wenn es Probleme gegeben hat, das hat Probleme gemacht. Das andere, was Probleme gemacht hat, war, du musst ihm sagen, welche Festplatte er partitionieren soll. Auch da ist es tunlichst so, dass du ihm nicht sagst, dass du die gerade kaputt machen willst, die du dringend brauchst, weil der macht es. Hier tatsächlich habe ich vor, am Schluss mit diesem Stick dieses Notebook reinlaufen zu lassen. Also das ist diese berühmte Explosionssache am Ende des Kurses. Es sollte laufen, wenn der Stick überhaupt, also wenn die Netzwerkkarte überhaupt nicht zu finden ist, wenn die Festplatte überhaupt nicht zu finden ist, steigt er aus der Installation aus. Ich sage es euch gleich, das, was vorher auf dem Rechner drauf war, ist dann mit Sicherheit schon weg. Die werden installiert ja so sequenziell. Ja? Das heißt, wenn er da an der Festplatte hängen bleibt, hat er bereits ein bisschen partitioniert. Wenn also da irgendwas drauf ist, was ihr später wieder haben wollt, ja, danke, was ihr wieder haben wollt, dann solltet ihr es jetzt runternehmen. Gut, es sind hier viele, viele, viele Schalter, die im Detail angepasst werden müssen. Ich sage ihm zum Beispiel, dass er hier von der Friedrich-Alexander-Uni Erlangen runter installieren soll, weil die Augsburg-Lips halt noch keinen offenen Miro haben. Von der Uni. Ja, aber nach Ihnen kannst du auch einfach DE-Debian.org, genau. Seit kurzem war festgestellt, dass auch das Leibniz-Rechenzentrum in München ein Miro hat. Also du nimmst halt einen, von dem du weißt, dass er funktioniert. Nicht Pakistan. Da dauern die Pakete einfach zu lang. Nimm irgendwas, was in der Nähe ist. Ja? Und wie passt man nun an? Wir haben heute Vorträge gehört zum Thema Ansible und Zeugs und Zeugs. Das kann man alles tun. Ich war immer ein Admin, der lieber mit der Schubkarre und der Mistgabel unterwegs war. Das muss auch funktionieren, wenn es regnet. Also schreibe ich die Sachen, die ich haben will, in solche Skripte einfach rein. Ich will auch nicht irgendwelche Files hochladen. Sondern Echo ist ein sehr gutes Mittel, um Files zu erzeugen und man kann ganz unten im Skript kann man so Post-Installation-Tasks einfach da reinlaufen lassen. Hat den Vorteil auch, dass du weißt, was da passiert. Im Übrigen hier, es gibt hier eine Task-Zeile, da sage ich ihm hier, dass er LXQT Desktop installieren soll, Deutsch und dann SSH-Server. Das ist das, was du mitten in der Installation mal gefragt wirst, was willst du denn für einen Desktop haben? Deswegen heißt das Ding Preseed LXQT. Ich habe auch eins für XFCE. Du kannst auch für KDE Plasma eins haben. Ja? Was er halt bei der Installation anbieten kann, und wenn ich verschiedene Installationspakete dazu haben will, kann ich die bei PackageSell Include, kann ich ihm noch sagen, was er noch dazu installieren will. Was ich hier nicht tun kann, ich kann hier nicht Pakete rauswerfen. Beim LXQT muss ich tatsächlich nach der Installation die Hälfte von KDE wieder rauslöschen. Debian ist gut, aber nicht überall. Und nicht überall überlegen. Aber man kann das lösen, indem man am Schluss noch ein paar Dinge eben ihm mitteilt. Das ist dieses Preseed Late Command. Der Trick ist einfach, du machst deinen Befehl mit einem Semikolon und dann einem Backslash hinten dran. Das ist praktisch alles eine einzige große Zeile. Ein bisschen hin und her probieren, das kriegst du hin. Was tue ich hier eigentlich? Ich schmeiße den Plasma Desktop runter, den Plasma Workshop runter und dann mache ein Auto-Remove. Das In-Target macht es während der Installation in der installierten Maschine schon. Also ganz am Schluss wechselst du praktisch in die installierte Maschine rein und kannst da Dinge tun. Manche Dinge kannst du da tun und manche Dinge sind von außen und ganz grob, wie diese Echos, die schreibe ich einfach in das Verzeichnis rein, das Verzeichnis, wo diese In-Target-Maschine ist, die steht unterhalb am Verzeichnis Target. Und da kann ich ja einfach mit Echo Files reinschreiben, wie zum Beispiel meine Sources List. Kann ich mir vorbereiten, dass er nach dem Booten dann mit diesen Maschinen, Quellen bereits arbeitet. Oder ich sage ihm hier, dass ich danach noch den NM-Tray installiert haben will und den Wirt-Manager, den Wirt-View und Zeugs. Ich packe den User-Student, den ich oben angelegt habe, in die Gruppe mit Wirt rein, lasse hier nochmal den Desktop hinter. Hintergrund einstellen und am Schluss will ich noch, dass er eine Datei erzeugt unter etc-profile.d, dass zum Beispiel hier LL gleich funktioniert.
Also alles so Zeugs kann man da nochmal reinrotzen auf Schluss. Und das ist der Grund, warum am Anfang immer erstmal fünfmal auf der Nase liegt. Das geht nicht auf Anhieb. Ich habe keinen einzigen erlebt, der das kann, und das hat mich sehr beruhigt. So viel cleverer sind die anderen auch nicht wie wir. Es ist ein bisschen Blut, ein bisschen Schweiß, ein bisschen Tränen. Ja? So, wenn wir den Stick so weit hergerichtet haben, müssten wir in der Lage sein, die Sticks-Einbindungen zu lösen. Und jetzt nach all der Arbeit, das bisschen Vergnügen, wir sehen einen Rechner sterben. Wir booten durch. Und wenn ich also nicht alles falsch gemacht habe, müsste er hier beim Booten Piep machen, dann sollte er mir, da kann er es noch nicht, Moment, das darf er, er kann hier den Bildschirm noch nicht durchbooten, aber ihr könnt euch vorstellen, BIOS, Anzeige, ich wähle hier aus, er soll von dem USB Solid wegstarten. Wenn alles gut geht und nichts schief gelaufen ist, habe ich hier meinen Ventor-Stick. So. Wenn alles gut gelaufen ist und nichts schief gelaufen ist, kann ich auch den Ventor-Stick starten. Sofort. Wähle ich mein Debian aus und bekomme dann Boot in Normal-Modus. Wenn er da hackt, geht er auf Boot in Group-Modus. Das gab es, das hat Probleme gemacht manchmal. Hier habe ich meine verschiedenen Preset-Files. Und wenn ich jetzt sage, ich will das LXQT LVM, dann läuft er jetzt los und macht den Rechner platt. Deswegen auch das angeschlossene Netzwerk. Jetzt schauen wir mal, hat er das Tesseling, weiß er das noch? USB-Tesseling ist noch angeschaltet. Das ist das Einzige, was beim Installieren manchmal Probleme gemacht hat. Er versucht an irgendeiner Stelle rauszugehen ins Netzwerk. Er muss nicht ins Internet, wenn das ein lokaler Rechner ist, wo er seine Pakete abgleichen kann, weil ich vielleicht einen lokalen Debian-Mirror habe, irgendeinen Installationsserver habe, dann will er das haben. Aber das sieht jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Er holt sich hier bereits die zusätzlichen Komponenten, erkennt die Netzwerk-Hardware, wenn die nicht in eine Katastrophe rausläuft, erkennen die Verbindung Installationsschritt fehlgeschlagen. Das ist genauso der Punkt, wo sowas dann auftritt. Ich kann dann versuchen, das vielleicht von Netzwerk von Hand einzurichten. Ich kann versuchen, noch andere Netzwerkkartennamen zu finden. Vielleicht nennt ihr das Ding jetzt momentan ENO1 oder ENX irgendwie. Das kann man herausfinden, indem man während der Installation STRG-ALT-F2 drückt. Man kriegt dann einen Prompt und kann zum Beispiel mit IP, IP, Leerzeichen A, herausfinden, wie er die Netzwerkkarte nennt. Und die nennt er jetzt hier zum Beispiel irgendwie EXBA und sagt, diese Bezeichnung sollte ich mir in Preset eintragen. Das ist das Einzige, was immer hapert, oder ich lasse gar keine Netzwerkverbindungen angesteckt und dann fragt er mich irgendwann, willst du ohne Netzwerk weitermachen? Gut, dann habe ich halt keine Aktualisierungen drin, Pakete, die er von außen nachinstallieren muss, habe ich nicht. Er aktualisiert am Schluss die Pakete nicht, aber er installiert erst einmal. Und mit diesen markigen Worten hätte ich gesagt, vielen Dank für euer Interesse. Ihr habt es ja gesehen, wie die drängen da draußen. Wie jedes Jahr, deswegen tut ihr mich hier auch. Ja? Vielen Dank für euer Interesse. Einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Ciao.